Und damit herzlich willkommen YouTube zu meinem Let's Play im Hardcore-Modus. Und dies ist jetzt meine dritte Aufnahme. Ich bin eigentlich sehr gespannt, was wir heute so erreichen werden. Aber ich habe mir schon natürlich keine Gedanken gemacht. Das ist natürlich die Voraussetzung, die man braucht. Keine Ideen zu haben in Minecraft. Nein, Spaß. Ich bin auch echt mal gespannt, was wir heute so hinzimmern werden oder nicht hinzimmern werden. Ja, wird, denke ich, ganz cool. Cool. Jo, okay. Als allererstes, ich habe nämlich hier gerade mal ganz kurz gesehen, kann man hier ein Fenster reinhauen? Und wie? Ja, das ist so schon mal nicht. Haben wir Holz dabei? Ich muss erstmal wieder reinfinden, Leute, sorry. Weil das Holz falsch ist. So, ne? Alter! Das war eh das Fenster. Machen wir Doppelfenster, oder? Was würdet ihr sagen? Ja, oder? Ja, komm! Klappt doch. Ich muss gerade mal gucken. Habe ich das Glas dabei? Nee, wir haben ja nicht mal das gemacht, oder? Haben wir Glas gemacht? Oh, ich weiß doch. Wir haben Glas gemacht. Ich weiß ja noch hier, wir waren doch damals, da haben wir doch das Sand da weggemacht bei unserem alten Haus da. Ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 7 Tage nicht aufgenommen oder so, weil ich ja jetzt Schule wieder habe. Und dann ist das ja immer so kompliziert und dann muss ich immer am Wochenende aufnehmen, weil ich dann da mehr Zeit habe. Aber ich denke, das soll alles funktionieren. Haben wir jetzt hier noch zufällig Sand? Ja, gut. Klauen wir den Ozean mal ein bisschen Sand. Wird wir auch nichts dagegen haben. Dann schieben wir gleich ein bisschen was in den Ofen rein. So, ich denke, das sollte reichen für oben die Fenster. Also ich denke, dass ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Gut, dann rennen wir jetzt einmal zurück. Ich weiß nicht, mit dem Dach da oben, mit dem Stein, das sieht ein bisschen komisch aus. Hopp. Ja, egal. aber ich finde, es geht. Ja doch, das kann man lassen erstmal. Auf jeden Fall, wenn da so ein Fenster drin ist, sieht das dann deutlich besser aus. So, wir haben ja so schicke 2 Öfen hier. Auf jeden Fall müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir das hier unten ein bisschen besser gestalten. Weil ich bin der Meinung, dass es hier viel zu leer ist, aber das wird ja auch nicht so bleiben. Kisten kommen da auf jeden Fall rein, geordnete Kisten, also laut meinem Plan. Jetzt bin ich hier Sand nicht, da unten ist er. Machen wir 20 da rein und 21 da rein. Dann hier draußen. Ich habe mich erinnert, wir wollten hier ja Weizenfelder haben. Und dazu brauchen wir wieder Holz für die ganzen Felder und die Scheiße. Ja, aber ich meine, drumherum kommen wir nicht, weil wir brauchen was zu essen. Und wirklich viel haben wir nicht. Habe ich noch was hier unten? Ja, 23 Steaks. Ich ersetze das Dammern. Das heißt, wie viel Holz haben wir jetzt? 2. Ah ne, da habe ich ja ein bisschen mehr gesehen. Gut, dann opfern wir mal ganz kurz. 2,64er von Birkenholz. Hört sich jetzt viel an, aber ist jetzt auch nicht viel. Wo ist Crafting? Da. Der ist aber auch versteckt. Bam. So, da, da. Also genug Zaun haben wir jetzt gleich. Bam. Können wir die Stickies jetzt mal lassen? Obwohl, wisst ihr was? Sei es drum. Holz kann man schnell wieder ernten. Farmen meine ich natürlich. Ernten, weiß ich nicht. Ist nicht das passende Wort dazu. Ja. Ach, wir sind im Hardcore-Modus da. Ja, ich habe ein Schwert drin. Habe ich es nicht gesehen. Gut, wie legen wir die Felder dann am besten an? Ich überlege mir das gerade. Wie würde das dann am besten passen? Also ich wäre schon für viele Felder. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher. Warte mal. Lass uns doch einfach mal Weizenfeld. Ja, schwer, ne? Weizenfeld, wir können ja noch ein zweites Weizenfeld machen später. Müssen wir gleich mal wieder kurz überlegen. Die Gates kommen ein Ende rein, habe ich es nämlich. Es wird Nacht. Ach, super, ich nehme. Fang auf aufzunehmen und schon wird es Nacht. Na egal. Klumpen wir uns nochmal schön das Fleisch hier rein. Nee, ich schreibe jetzt nicht Gute Nacht da rein. Ja, ich bin total glücklich darüber, dass die endlich wieder aufnehmen kann. Ich freue mich total.
irgendwie bin ich auch gerade total in Taten dran, was Minecraft angeht. Ich arbeite auch ständig am Let's Show weiter, auch wenn ihr das jetzt nicht mitkriegt, weil ich bin an wirklich allen Baustellen irgendwie, ich habe viele Baustellen, ich habe mich ein bisschen übernommen da. Also wirklich, wirklich, wirklich viele Baustellen und die sind alle noch nicht fertig, deswegen wird die nächste Folge doch noch ein bisschen auf sich warten lassen. So, aber jetzt erstmal gucken hier, Wasser, 1, 2, 3, 4, dann kann man hier 1, ja, also es ist ja eigentlich, ja, 1, 2, 3, 4, hier kann man hier Gang machen, 1, 2, 3, 4 und hier Wasser machen. Weil so viel Weizen brauchen wir jetzt ja auch nicht. Bevor, weiß ich nicht was. Vielleicht. Wie weit machen wir das? Machen wir es so? Können wir denn noch rausgehen? Ja, doch, können wir noch. So, dann würde ja praktisch hier der Weg sein. Nicht praktisch, sondern es würde sein und wir haben keine Axt. Müssen wir es mal wieder machen. Ich bin eigentlich immer Freund, wenn man alle Werkzeuge irgendwie mal auf Tasche hat, dann ist das ganz gut. So, hier kommen dann später Kies rein, weil sieht einfach besser aus. Haben wir überhaupt schon Kies? Nope. Egal. So, hier wird dann natürlich auch ein Gate reinkommen. Kommen die basteln wir jetzt gerade mal. Seeds habe ich schon, wenn ich mich entsinne. Ja, 9. Toll. Was wollte ich jetzt machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Deswegen mache ich mir einfach nur Ho. Ach, Gates. Gut. Vergiss man so leicht, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Holen wir das gleich hier rein. Bam. Ach ja, wir brauchen ja hier vorsichtshalber gerade mal einen Unter. Oh, nein, den brauchen wir nicht. Aber mach ich mal lieber. Können wir ja später durch Kies ersetzen. Flup. Lol. Und flup. Gut, dann brauchen wir mal ganz kurz die Ho, die ich geholt habe. Haha. Ah nee. Erstmal Wasser. Ich bezweifle, dass wir schon einen Eimer haben. Aber dann müssen wir den Eimer eben holen. So. Flup. Also, folgendes. Ja, was folgt denn nun? Ah, da ist die Tür auf. Das folgt nicht. Ach ja. Okay, folgendes, wir bauen Pressure Plates. Geht das auch so, ja. Und natürlich kommen da keine Birken Pressure Plates raus. So schlau sind die nicht. Das ist ja auch logisch, wenn man Birkenholz so was macht, dann kommt er nochmal. Egal. Wollen wir jetzt nicht drüber meckern. Von außen natürlich nicht. Bietet sich nicht an, wenn da Zombies sind. Wassereimer, genau das war es. Alter, bin ich vergesslich geworden. So, ein Wassereimer können wir uns machen. Das ist auch eine schöne Sache an sich. Ah, so. Wasser, wo finden wir am besten Wasser? Ja, wo finden wir Wasser? Wo finden wir Wasser? So, jetzt bloß keine Quelle wegmachen. Also, ihr wisst schon, wie ich das meine. Genauso meinte ich das. Wieso passiert mir das immer? Ich kann das immer wieder hinsetzen. Ach, Bullshit. Darf ich das sagen, Bullshit? Ja, ich darf alles sagen. Gut, dann lass uns mal zur Tat schreiten. Ja, ich wollte gerade hier rein Wasser setzen, das wäre... Warum ist der bewässert? Da doch nicht. Oh, da ist auch Wasser. Ja. Dann holen wir uns ja lieber da Wasser. Ja. Dip, dip. Und flup und flapp und flieg und flack und fluck und okay. Ach, das war unnötig, dass wir jetzt nochmal zurückrennen, aber... Jetzt brauchen wir wieder Ho. Und jetzt wird das alles schön bewässert hier. Und dann klappt das doch alles, wie wir uns das so vorstellen.
Jawoll. Nach und nach wird alles dunkel. So, Seeds. 9 Stück haben wir auf Tasche. Machen wir mal dahin, da schon mehr bewässert. Ja, mehr haben wir nicht. Müssen verhungern. Reicht dieses Feld die Größe? Ich bezweifle das stark, aber wir können dann später noch so eine riesige Erntemaschine bauen. Oder haben wir noch mehr Seeds hier gerade? Ja, fein, ich wusste es doch. So können wir direkt mal. Nee, wo war es? Da war es. Und warum habe ich das Last nochmal gemacht? Ach ja, für oben. Ein bisschen viel, aber. Komm, geh da rein. Ich würde ja gerne Kies holen, nur Kies zu holen, wenn wir gleich bekommen. Ich habe nämlich eine Idee, was wir gleich machen. Es wird sich ein bisschen in die Länge ziehen, ein bisschen, aber es ist das A und U. Gebratenes Hühnchen, ja komm her. Also wir brauchen viele Kisten, wir brauchen eigentlich auch noch einen Gaumtrenner hier drin. Ja. Oder? Ich weiß nicht, muss ich noch überlegen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein schönes Weizenfeld, was noch nicht mit Fackeln bestückt ist. Einfach mal eben so. 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 Alter. So. 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 Zu. Indem wir hier auch über Zelda haben, waren spawnt hier auch so gut wie nichts. Das ist auch praktisch gegen Creeper und so. Wollen wir das jetzt zubauen? Nein, brauchen wir noch. Wir können mal ganz kurz hier. Ja, genau das wollte ich haben. Noch ein Ziehen mehr. Ach, jetzt haben wir das Schwert aus der Hand gelegt. So, haben wir noch hier, ja. So, 4 neue Seeds. 4 neue Seeds, hallo, das ist ein Brot. Und ein Brot könnte irgendwann mal unser Let's Play retten. Wenn man es ein bisschen ernst nimmt. Apropos Essen, ich habe hier nichts drin. Dann nehmen wir mal die gebratene Hühnerkeule hier von eben. Aber spachtel die halt mal. Ich mal gucke hier, wir haben noch so viel Wald hier überall. Also wir haben noch genug. Also Holz werden wir nie Mangel haben, nur leider haben wir gerade nicht viel Holz. Deswegen müssen wir mal wieder farmen gehen. Abgesehen davon, ja. Ich muss mal ganz kurz in den Dschungel rein. So. Hi, ich bin mir gerade gar nicht sicher, was ich als erstes machen soll, aber jetzt weiß ich was. Ich mach gerade mal ganz kurz. Zack das mal, das will ich jetzt gerade mal wissen. Ach, das geht nicht. Gut. Alles klar. Ich wollte nämlich 2 Kisten machen. Voll daneben und so. Alter! Das sind Stacken und sowas. Klappt ja heute wunderbar. Ich frage mich, ob wir hier eine und da eine machen wollen oder da eine Zweier und da auch eine Zweier. Mehr Platz wäre natürlich für Doppelzweier, ne? Wir haben ja so viel Platz hier drin. Hier, was wir hier machen, irgendwie Raumtrenner, weiß ich nicht. So recht. Erstmal hier Glas, wo haben wir das Glas jetzt hingepackt? Da war es. Wollen wir hier normales lassen, ne? Ja, also ich meine, für ein Fenster reicht das allemal.